einem weiteren Testvideo hier auf meinem Kanal. Ja, ich habe euch den Donnerschlag ja schon präsentiert und vorgestellt. Und heute möchte ich ganz einfach, egal welcher Böller, welche Bauweise, ich möchte dem Donnerschlag heute einiges unter die Nase halten, um einfach mal Klangfarbe und natürlich auch die Lautstärke herauszukristallisieren, was denn der Donnerschlag nun wirklich mit seinen 6 Gramm NEM kann. Ja, irgendwie schreibt Fire Event schon wieder die nächste Geschichte und tritt damit irgendwo ins Fettnäpfchen, denn ich finde, seitdem die Gelddruckmaschine The King nicht mehr funktioniert, hat man sich irgendwo gedacht, Mann, wir müssen was rausbringen. Und das war dann nun mal halt der Retro-Kanonschlag Donnerschlag. Ja, ob es Fire Event gelungen ist, das werden wir gleich sehen. Jedenfalls zu dem Preis ist es für mich nicht angemessen und auch von der Optik her absolut nicht gelungen. Ja, denn auch Funke hat uns selber gezeigt, dass man den The King um die Hälfte billiger machen kann und dann auch noch in der Klangfarbe und in der Qualität und in der Lautstärke schlagen kann. Gut, das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Wir kommen einfach mal zum Lautstärketest der verschiedenen Böller gegen den Donnerschlag von Fire Event. So, wir fangen auch an, natürlich mit dem eigenen hauseigenen, mit der ehemaligen Gelddruckmaschine, dem The King mit 6 Gramm NEM. Das Ding finde ich eigentlich richtig gut. Er ist in den letzten Jahren nur sehr, sehr schlecht geworden. Das Ding war wirklich mal The King, bis natürlich der Honey Badger auf den Markt kam und uns gezeigt hat, wie gesagt, Hälfte billiger, Lautstärke lauter. Ob P1 oder nicht, das ist mir jetzt eigentlich völlig egal. Es geht heute um die Lautstärke. Als zweiten nehmen wir einfach mal einen richtig schlechten Kanonschlag, so schlecht finde ich den eigentlich gar nicht, den X-Blood Kanonschlag, den kubanischen Kanonschlag, den Kuben mit 5,5 Gramm von X-Blood, wie gesagt. Wieder eine ganz andere Bauweise, davon erwarte ich mir eigentlich einen dumpfen Sound. Und da hat der Donnerschlag dann wahrscheinlich in der Hinsicht keine Chance, denn dumpf ist der Donnerschlag definitiv nicht. Als zweites kommen wir dann zu einem 5 Grammer, und zwar dem Savi-Kanonenschlag aus der Produktion 2019. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass dieser Kanonenschlag qualitätsmäßig auch stark abgebaut hat. Er wird ja jetzt 2020 überarbeitet und kommt jetzt demnächst auch als Veröffentlichung und überarbeitete bessere Version hoffentlich raus. Ja, das Ding ist eigentlich solide verarbeitet, gefällt mir eben auch ganz gut. Nur der Knall ist nicht das Beste. Er überrascht und überzeugt mich immer wieder durch die Leichtigkeit. Es wird also kein Gips und Ton verbaut und verwendet, sondern eine zellulose Klebemasse. Es ist eigentlich nichts anderes wie Pappmaché, ne? Und ja, das ist wohl dann das Geheimrezept von Sauer. So, als dritten Böller nehmen wir den Vipper 5 von Pyrotrade. Ebenfalls, wie der Name schon sagt, 5 Gramm. Den fand ich jetzt auch nicht so schlecht. Natürlich ein bisschen rote Pest im Spiel, ganz klar, wie bei allen anderen auch. Aber abwechslungsreich ist das Ding auf jeden Fall. Und er hat mir auch recht gut gefallen. Der Vipper 5. Ja, es geht weiter mit dem Hause oder aus dem Hause Fire Event. Dann nehmen wir mal den D-Böller von Fire Event und stellen dem den Donnerschlag unter die Nase mit 4,2 Gramm. Es wäre ja jetzt ein absoluter Hohn, wenn der The King und der D-Böller von Fire Event lautstärke technisch überlegen wäre. Also das wäre dann der Oberhammer. So, wir kommen zum nächsten Böller. Passt ganz gut in die heutige Zeit. Wir nehmen den Katan D-Böller mit 3,6 Gramm daher aus der Produktion 2019. Den fand ich schon richtig klasse. Starke Schnipsel, guter Sound. Da weiß ich eigentlich so schon, wer da die Nase vorne hat. Gut, Katan. Ich freue mich auf die aktuelle Charge und bin gespannt, ob man das nochmal verbessern kann oder ob es eventuell tatsächlich dieselbe Produktion ist, die nur nicht ausgeliefert worden ist. Ja, dann haben wir nochmal den Vipper 3 mit 3 Gramm, ebenfalls Pyrotrade. Ja, nicht das stärkste, nicht der stärkste Kanonenschlag, aber auch nicht der schlechteste, muss ich ganz ehrlich sagen. Von daher kriegt er auch eine Chance gegen den Donnerschlag. Jetzt kommen wir in den
erstmaligen P1-Sektor. Und zwar, wir versuchen es einfach mal beim 3-Grammer, dem C-Böller von Funke, in P1 kategorisiert. Ganz egal, das gucken wir uns an. Ich habe euch gesagt, es ist mir wirklich heute egal. Ich kann es eigentlich gar nicht glauben, dass der Donnerschlag so schlecht ist. Und von daher, ich habe ja jetzt nun auch einige Videos gesehen, wo das Ding immer wieder in den Himmel gehoben worden ist. Und sei es nun Bauweise, Optik oder auch Lautstärke. Und ich will mich damit nicht abfreunden. Ich will ihn aber auch nicht schlecht machen. Dafür gebe ich ihm jetzt mal die Chance, sich gegen andere Böller zu beweisen. Wir kommen zum nächsten. Und zwar den 2,5 Gramm starken Weco-Kanonenschlag, made in Germany. Ja, der Weco-Kanonenschlag groß, der ist ja baugleich und der hat auch dieselbe BAM-Nummer, genau wie der Kalaschnikow, außer dass der eine Goldzerlegung hat. Der gehört heute natürlich auch mit dazu oder die beiden kommen dann mit ins Rennen. So, jetzt, jetzt, was haben wir noch? Achso, ja, wir haben ja noch was. Ja, die können ruhig runterfallen, das ist nicht so schlimm. Wir kommen dann als nächstes wieder zu einem Fire-Event-Produkt und zwar dem roten Corsair mit 1,5 Gramm. Also der kratzt ja nun wirklich an der Grenze des Legalen und ich weiß es nicht. Es ist ja einer meiner Lieblingsböller, ganz ehrlich, und deswegen liebe ich Fire-Event eigentlich auch für diesen Böller und verstehe die Welt eigentlich nicht mehr, warum der The King so schlecht ist und auch der Donnerschlag jetzt nicht das absolute Highlight. Ja, dann kommt es nochmal richtig knüppelhageldick, das Lieblingsobjekt von mir, und zwar der Komet China Böller D mit 1,5 Gramm rote Pest. Leute, etwas Ironie gehört heute mit dazu. Mir ist es egal, wie gesagt, ich möchte einen kleinen Test machen und heute zählt einfach nur die Lautstärke. Ja, da sind sie aufgereiht, etwas krumm und schief, die Hälfte ist auch runtergefallen und deswegen starten wir jetzt einfach mal mit dem Test und wir schauen, was passiert. Stay tuned. Keine Frage. Der Donnerschlag verliert gegen die ehemalige Gelddruckmaschine von Fire Event The King. Der Donnerschlag gegen den kubischen Kanonenschlag von Xplode. Ja, und den Xplode Kubi hinterher. Oh, okay. Ja. Gewaltige Qualmwolke. Aber ich glaube, der Xplode Kubi schlägt den Donnerschlag. Ich zünd noch mal einen hinterher. Xplode Kubi Nummer 2. Der Donnerschlag. Savi 219. Nein, nein, selbst der 219er, der Sauerkanonenschlag, dumpfer und auch recht kräftig. Gleich noch einen hinterher. Ja, der war recht gut und auch der hat eigentlich jetzt die Nase vorn gehabt, obwohl er Sauerkanonenschlag 2019 schon echt schlecht ist, ne? Aber er hat ebenfalls 6 Gramm. Die Bauweise wird ja jetzt verbessert und kommt jetzt demnächst als 2020er Produktion neu raus. Donnerschlag. Und der Vipper 5. Jo. Auch der Vipper 5. Stärker wie der Donnerschlag. Donnerschlag. Gegen den hauseigenen D-Böller. Ja. Ja, also wenn nicht gleich, dann möchte ich sagen, dass der Fire Event D-Böller auf jeden Fall etwas dumpfer und auch kräftiger war wie der Donnerschlag. Das passt ganz gut ins Thema momentan. Wir testen den Donnerschlag
dann auch noch gegen den Catan Thunder Crackers D-Böller aus der Produktion 2019 mit 3,6 Gramm. Wir starten mit dem Donnerschlag. Catan D. And the winner ist der Catan D-Böller mit 3,6 Gramm. Wer hätte das gedacht? Spitzenmäßig. Ich freue mich auf die aktuelle Produktion der Catan-Böller. Oh, der Donnerschlag. Und der Wipper 3. Ja. Die möchte ich sagen, sind auf dem gleichen Level. Also der Donnerschlag und der Wipper 3, die nehmen sich nicht viel. Ja, der Donnerschlag gegen den C-Böller von Funke. Ja, die 3 Gramm in P1. Die hauen den Donnerschlag denn um Meilen weg. Der war gut. Donnerschlag. Ah, der war nicht schlecht. Veko-Kanonenschlag groß. Ja, das tut mir leid. Alle 3 Veko-Kanonenschläge groß. Ausreißer. Nach vorne, der ganze Druck nach vorne rausgegangen. Wir versuchen es mal mit dem Kalaschnikow. Identisch. Der Kalaschnikow. Ja, der war in der Tat sehr gut, aber nicht so stark wie der Donnerschlag. Der Donnerschlag schlägt den Kalaschnikow. Und somit auch den Veko-Kanonenschlag groß, da beide baugleich sind. Nochmal den Donnerschlag gegen den Kalaschnikow liegend. Der war gut und den Kalaschnikow hinterher. Ja, das gewinnt der Donnerschlag. Da war der Kalaschnikow gerade sehr schwach. Gut gemacht, Donnerschlag. Unfassbares Brett für 1,5 Gramm. Unglaublich stark. Und ganz ehrlich, ob es mir glaubt oder nicht, der ist stärker wie der Donnerschlag. Irgendwie müssen wir auch mal fair bleiben und deswegen gibt es jetzt den Donnerschlag mal gegen den Komet. China Böller D, 1,5 Gramm. Donnerschlag, komm, das schaffst du. Oh ja, der war gut. Komet D-Böller. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Der Donnerschlag hat es tatsächlich geschafft. Erfolgserlebnis. Er schlägt den China-Böller D mit 1,5 Gramm von Komet. Ja, und somit ist sie geschrieben, die Erfolgsgeschichte Donnerschlag 2020. Einer gegen alle oder alle gegen einen. Ich konnte es wirklich nicht glauben, dass der Donnerschlag so schwach ist. Und deswegen habe ich ihm nochmal die unterschiedlichsten Böller unter die Nase gesetzt. Ja, ich denke, das Ergebnis ist somit klar. Für mich ist es jedenfalls heute absolut klar. Und ich bin mit dem Thema Donnerschlag komplett durch. Ja, es ist eigentlich schade, wie so gute Böller wie der Rote Corsar, der wirklich unheimlich stark ist im F2-Sektor. Auch der Fire Event D-Böller richtig gut. Und beim The King müsste einfach nur wieder die Qualität nach oben geschraubt werden, die Preissenkung etwas nach unten. Und dann sollte das Ding auch wieder laufen. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen gefallen. Und ich sage, bis zum nächsten Mal. Stay tuned, euer Skydancer.